Es ist 9 Uhr abends, ich versuche etwas zu regenerieren und mitten in der Nacht, während ich im Bett lag, wurde ich schmerzhaft aus dem Schlaf gerissen. Ah, scheiße, was ist das an meinem Bein? Mein Zombiehund muss durch das Fenster gekommen sein und ich hab's nicht mal mitbekommen. Ich muss an meine Waffe kommen. Ich hätte sie gleich neben das Bett legen sollen. Ah shit, er beißt mir in den Arm und ins Bein. Er lässt nicht locker. Jetzt hängt er mir am Rücken. Ich hasse Nahkämpfe, besonders im Dunkeln. Da habe ich ihn offenbar erwischt. Oh Mann, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Aber er ist hier noch irgendwo vor mir. Au! Da, erwischt. Jetzt hat's ihn erledigt. Endlich. Oh Mann, als wenn es mir vorher nicht schon richtig beschissen ging. Aber jetzt merke ich, wie mir das Blut vom Arm tropft. Ich versuche, mich mal besser zu verarzten. Aber dafür brauche ich etwas Licht. Eins der Smartphones könnte ich zum Leuchten nehmen. Oh, das ist schon zu leer. Ja, das hier sollte aber gehen. Was eine Sauerei hier. So, jetzt erst einmal die Bandagen anlegen. Fange ich mal mit der Brust und dem Rücken an. Da hat es mich echt heftig erwischt. Und jetzt die Arme. Mein linkes Bein sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus, aber das heilt auch so. Erstmal den Zombiehund zerlegen. Hier ist es auf jeden Fall nicht mehr sicher. Wenn da ein Hund war, dann kommen da sicherlich noch mehr. Hinten am Feld lauern die bestimmt schon. Ich hau jetzt durch die Garage ab. Ach, die Taschenlampe. Bloß nicht den Fehler machen und sich mit dem Licht in der Zombie-Nachbarschaft verraten. Noch eben das Tor öffnen und raus. Ich denke, ich sollte besser langsam und geduckt gehen, damit ich nicht zu laut bin. Erstmal zur anderen Straßenseite und dann langsam zu meinem anderen Rückzugsort. Hoffentlich lauert hier niemand anders auf dem Rasen. Trautes Heim. Ach nee, das wäre wohl etwas zu übertrieben. Ich muss ja hier später doch wieder weg. Ich ziehe mich besser noch ein wenig wärmer an. Die Nacht wird sicher kalt. Ich glaube, ich habe schon lange kein Aspirin mehr genommen. Noch ein paar Pfirsiche hinterher und dann versuche ich mich nochmal aufs Ohr zu hauen.
Mann, das ist immer so grausam, mitten in der Nacht durch Kopfschmerzen aufzuwachen. Und arschkalt ist es auch hier. Ich muss mich erstmal ein wenig warm laufen. Die Kälte ist ja unerträglich. Ich packe noch mal ein paar Dinge ein, bevor ich weiterziehe. Los. Man merkt schon langsam die Morgendämmerung. Ich kann langsam immer mehr in der Umgebung erkennen. Vielleicht ziehe ich hier ein wenig im Schutz des Waldes weiter. Dann bin ich nicht ganz so schnell zu sehen. Mist, überall Pfützen hier. Nasse Füße machen die Situation auch nicht unbedingt besser. Ganz schön dicht bewaldet. Die Dornsträucher sieht man ja auch erst in letzter Sekunde. Naja, immer noch besser als auf den Wegen irgendwelchen Zombies zu begegnen. Oh, 4 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Die Opossums scheinen auch schon wach zu sein. Sehe ich da hinten etwa wieder einen dicken Zombie?
die Begegnung ist in meinem Zustand wohl eher keine so coole Idee. Ich kann mich kaum konzentrieren und meine Muskeln würden mich vermutlich im Stich lassen. Da drüben ist auch eine Straße. Wo die wohl hinführt? Schon wieder ein Zombie. Die möchte ich gerade wirklich um jeden Preis vermeiden. Ich glaube, um besser laufen zu können, lege ich mal besser die beiden Laken ab. Auch wenn mir immer noch teilweise kalt ist, aber das ist momentan wirklich zu gefährlich. Was ist das? Sieht aus wie ein Puma. Hat mich wohl noch nicht entdeckt, aber das muss er auch nicht unbedingt. Was ist das denn hier für ein Krater? Den muss ich mir mal... Was zum Geier ist das? Irgendeine riesige Pilzkreatur mit verschiedenen Müllresten als Schild. Sieht zwar nicht direkt angriffslustig aus, aber ich möchte ihm auch nicht gerade die Ranken schütteln. Oh Mann, was ist hier nur passiert? Zurück zu dem Loch hier. Scheint sich nur um einen kleinen Steinbruch zu handeln, wie es aussieht. Lauter Felsen und Lehm. Ohne eine Leiter würde ich da gerade ohnehin nicht runtergehen. Hunger und Durst machen sich momentan auch echt bemerkbar. So ein paar erfrischende Staudenknöterichstängel sind vielleicht ein netter Snack auf dem Weg. Als Beilage vielleicht noch eine kleine Aspirin und etwas Dörrfleisch als Nachtisch. Wenn das jetzt mal keine ausgewogene Ernährung war. Meine Plastikflasche könnte ich zumindest mal mit dem Wasser hier auffüllen. Eventuell kann ich das ja irgendwo später abkochen.
mal wieder ein Zombie-Kind da hinten. Egal, das ignoriere ich jetzt mal. Da hinten scheint eine große Konstruktion zu stehen und auf der Hälfte des Weges ein Schwarzbär. Scheint sich um einen Funkturm zu handeln. Den sehe ich mir mal etwas genauer an. Dann klettere ich mal vorsichtig über den Sicherheitszaun. Ja, echt schwierig mit so vielen Steinen im Gepäck. Und dann auch noch den nassen Füßen. Ja, geht schon irgendwie. Eine Steuerungskonsole. Hier oben scheint es nur Masten, Verstärker und Schüsseln zu geben. Damit kann ich nicht so richtig etwas anfangen. Mal schauen, ob ich noch etwas in der Umgebung erkennen kann. Zwei harmlose Hunde auf der Straße. Aber ansonsten nichts wirklich Interessantes. Oh, die Tür war ja gar nicht abgeschlossen. Ups. Dann mal weiter der Straße entlang. Ein Schwarm Fledermäuse. Ja, ist ja noch früher Morgen, aber die will ich mal nicht stören. Was steht denn hier? Ein Baufahrzeug? Scheint eine große defekte Walze zu sein. Hier liegen ein paar Baumaterialien, das ist gut. Was ein Mist, dass ich die Bretter nicht so mitnehmen kann. Aber ich glaube, wenn ich eine Bleibe gefunden habe, hole ich mir die nochmal ab. Aber außer den Baumaterialien scheint sich hier nichts zu befinden.
ein verlassenes Auto. Scheint aber nicht betriebsbereit zu sein, so ohne Lenkrad. Da hat wohl jemand eine Stereoanlage aus dem Auto geworfen. Naja, kann ich auch nicht für mehr nutzen, als es wegen der Teile auszuschlachten. Naja, nicht jetzt. Da drüben scheint sich ein Feuerwehrturm zu befinden. Leider samt Zombie-Bestückung. Ah, eine kleine Farm. Mal schauen, ob man da ins Gebäude reinkommt. Leider alles verschlossen. Da befinden sich offensichtlich schon eine Menge nützlicher Klamotten im Haus. Ich könnte versuchen, die Haustür mit meinem Hammer aufzuhebeln. Keine Chance. Der ist nicht lang genug. Das Fenster bekomme ich auch nicht auf. Tja, dann tut's mir irgendwie leid. Dann muss ich andere Maßnahmen in Angriff nehmen.